Polariti. Ja, ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky mit eurem Rezzo. Ja, hier sind wir stehen geblieben auf dieser giftigen Welt. Ist auch wieder eine giftige Welt. Und sie gefällt mir eigentlich nicht wirklich. Gustakai Naving irgendwas. Gut, gehen wir hier mal rein. Das sind auch wieder Alien-Dämonen-Pickel. Vielleicht auch eine Flatscherpflanze. Ja, da drüben ist eine. Da drüben ist eine. Ich lasse mich da jetzt sogar freiwillig mal flatschen. Jawohl, genau, haust mal eine rein. So, du hast das Gagwort für Heilung gelernt. Super, ein Knolltonium gibt es ja auch. Hier ist auch noch eine Frachtknolle. Und noch eine. Und eine beschädigte Maschinerie. Das Rezept ist natürlich bekannt. Hier baufällig. So, gibt es eine Verbindung zwischen den Monolithen und den Wächtern? Die Ursprünge dieser uralten Gebilde scheinen älter zu sein als jede bekannte Zivilisation, obwohl sie mit der Zeit in den Glauben und die Geschichte der Kreaturen, die sich um sie entwickelten, aufgenommen wurden. Was, wenn es bereits vor allem anderen eine Spezies gab? Wissen und in der stellaren Macht dieser Spezies müssen unbegrenzt gewesen sein. Wenn wir sogar nach ihrem Aussterben immer noch ihre Werkzeuge studieren, wie ein Kleinkind, das mit einem Fusionsreaktor konfrontiert wird. Ja, die Texte wiederholen sich jetzt schon in letzter Zeit ziemlich häufig, habe ich das Gefühl. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Neue Technologie, Gesundheitsmodul Tau. Ja, ist okay. Auch so eine Reserveknolle oder irgendwas. So, hier. Das ist doch auch neu. Gut. Watibe Nitsicheche. Gut. Ich fliege mal weiter. Also, wir verlassen am besten hier wieder die Knolle. Gut, den haben wir auch schon eingescannt. Den kleinen aber noch nicht. Mache ich noch mit. Lolbeck nicht. Gut. Oder vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Knolltonium zum Klauen. Was ist das für ein Pflänzchen? Usvea Alzacium. Okay. Ist eine Bergknolle. Giftschutz stabilisiert. Das ist doch schön. So. Jetzt gucken wir mal da. Hier noch ein bisschen Titan rein. Gibt es kein Plutonium irgendwo? Das ist ziemlich scheiße. Das ist ziemlich scheiße, meine Lieben. Wenn es hier kein Plutonium irgendwo gibt. Man möchte... Ah. Ich muss jetzt ein bisschen intensiver suchen dafür. Okay, und das war Alu. Das war eine Alu-Pflanze. Wisst ihr, wie wichtig das Alu jetzt für mich ist? Ja, dann bleibe ich erstmal hier. Und gehe noch ein bisschen suchen. Ich brauche Alu. Das Alu wird mir helfen. Endlich habe ich Alu gefunden. Wenigstens ein bisschen. Ein kleines bisschen. Multiknolle. Wie viel brauche ich denn noch? Nee, jetzt. Nee. Ich brauche immer nur so viel. Ich habe doch Aluminium nicht verkauft. So. Ui, das ist ein Viech. Das ist ein Viech. Obwohl ich kein Fleischfresser. Kann absorbierte Nährstoffe. Ja gut, das geht. Es geht. Da ist... Ja. Ja, schöne Zäpferlein. So, hier weg damit. Alles rein. So, und jetzt will ich gucken, ob es jetzt geht. Reicht schon aus? 133, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich kriege mein Alu heute noch. Und dann... Jetzt hier... Ui. Ein richtig fetter Iridium-Batzen. Jetzt saue ich natürlich auch gleich mal leer. Ulla, ulla, ulla. Und es leckt wieder mal. Böses Game. Böses Game. So. So, hopp, das bisschen noch. Hier, das bisschen noch. So.
Gut. Ist aber auch wieder... Ui, da ist noch ein Viech. Und nicht böse. Ist noch ein kleines. Ist das lieb? Absorbiere den Nährstoff. Ja. Und das andere haut ab. Oh Mist, ich habe kein Eisen mehr. Gut, das ist vielleicht das Beste. Ich hole mir erstmal Eisen. Okay, das lässt sich nicht knipsen. Ist auch kein Ding. Ist auch kein gültiges. Okay, jetzt haben wir wieder so einen Hubbel da. Platinit. Gut, lutsche ich mal leer. Yes. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir doch mal richtig gut gemacht hier. So, jetzt ist die Frage. Wo gibt es noch ein bisschen mehr von der Eisenware? Okay, da hinten geht es nicht wirklich weiter. Gut, ich nehme noch ein bisschen Knolltonium. Okay, jetzt ist alles voll. Jetzt ist leider wieder mal alles voll. Stell mir die Frage, ob hier... Ich hau mal das eine Neutrino-Knödelchen raus. Allzu viele brauche ich auch nicht davon. Jetzt können die auch noch ein bisschen Heridium gebrauchen. Oder? Vielleicht reicht's auch schon. Weiß nicht genau. Das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Gut, gehen wir hier noch ein Stückchen weiter. Sagst du, man muss nur echt... Hola, hola. Ist das okay? Das hat man schon gescannt. Hier geht es auch wieder raus. Obwohl ich ja nicht unbedingt raus möchte. Aber wir machen es einfach mal, weil oberflächlich, da kann ich ja mehr ausrichten. Okay, da sind wieder ein paar Flieger unterwegs. Hier ist noch mehr Iridium. Gut, machen wir hier mal den Klöppel voll. So. Mein Bergbaustrahl ist auch gleich leer. So, jetzt, meine Lieben, müssten wir genug haben. Sehr gut. So, meine Schilde sind noch gefüllt. Mit recht viel heißer Ware. So, jetzt muss ich gucken, wo ist mein Schiff jetzt? Wo ist mein Schiff abgeblieben? Wo ist mein Schiff? Ich glaube, da hinten war es irgendwo. Ich werde mich wahrscheinlich wieder verlaufen. Wie es halt immer so ist, ne? Meine Lieben. Hier noch ein bisschen Platinum. Knolltinum. Und diesen Wissensknödel. Auch mitten rein generiert. Flug. Okay, und hier noch was. Kanonenschaden Tau bereits bekannt. So. Was habe ich in der... Ah, da drüben war noch ein schönes Pflänzchen. Sogar noch eins. So, jetzt ist halt die Frage, wo ist denn jetzt mein Flugzeug? Wo ist mein Weltraumgleiter? Aua. Bin ich runtergefallen. Natürlich nicht so angenehm. Lullback nicht. Gibt es überall so viel Platin. Wie diese Knödel, die habe ich auch noch nie eingescannt. Puiknoi Ximodevia. Das ist auch ein interessantes Teil. Sieht aus wie eine... Ja, ich weiß nicht. Ui. Beißt der? Hat mich nicht gebissen. Radikal furchtsam weite Kreatur. Das ist gut. Wenn du nichts machst, mache ich dir auch nichts. Dann mache ich dir auch nichts. So, aber hier habe ich nicht gestartet. Hier habe ich nicht gestartet. Ui. Noch ein Viech. Ixoida Xehorse. Wie viele habe ich denn jetzt schon? 20% erst. Das sind aber ziemlich viele. Gibt es auch noch kleinere? Ja, die haben ganz andere Köpfe. Hier kann ich mein Schiff wieder rufen und hier ist gesperrt. Hier ist gesperrt. Mojob-Sumpfland. Gut, jetzt gucken wir mal. Blitzwerfer.
Ach du Scheiße, das prallt auch noch ab. Was sind das für eine Grütze? Aua. So, jetzt muss ich auch beeilen, ey, bevor sie mich zerzwiebeln. So. Gut, Aufprallschaden ist bereits bekannt. Ich löse jetzt das Rätsel an die Hansewerkstatt. Bilder von Raumschiffen der Jägerklasse wurden hierher gesendet. Sie weisen Brandmarken aus der Schlacht auf und es handelt sich wahrscheinlich um Piraten. Die Nachricht scheint nach Augenzeugen zu suchen und bietet eine Art Belohnung für Antworten. Okay. Gek-Azza-Föderation Warnung Pirat Kukai Selto entdeckt. Bericht Nihisingi. Einige Schiffe markieren. Eine sofortige Antwort kommt an mit einer kleinen finanziellen Belohnung. Jawohl. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Jetzt habe ich zwar eine Falschaussage vermutlich gemacht, aber ja. Ui. Noch mehr Viecher. Gut. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das Aluminium kaputt geschossen. Hätte ich mehr rausgeholt. Wahrscheinlich mit dem Bergbaustrahler. Na, egal. Ich hole mal mein Schiffchen. Jetzt brauche ich wieder so einen Knödelchip, ne? Ja, was nun? Titan, Eisen. Machen wir das raus. Stehe ich hier einen Chip her. So, und schon kommt mein getreues Fliegerchen an. Zip. Exzellent. Jetzt machen wir hier die Düse auch wieder voll. Und das Multiwerkzeug, jetzt kriege ich das Ding. Yes. Maximale Kraft. So, den Drehschussadapter. Ich brauche das doch gar nicht. Ich brauche das doch eigentlich gar nicht. So, hier. Prallgranaten, ich will aber nur ein bisschen Intensität haben. Da brauche ich noch mehr Alu. Soll mal recht sein, das hole ich mir jetzt. Da gehe ich jetzt hier einfach nochmal in die Höhle rein und gucken halt mal, ob wir da noch ein bisschen Alu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass es so sein wird. Was ist denn? Keine Angst, ey, guck mal, ich fütter dich. So, jetzt hast du keine Angst mehr. Ich dich gefüttert habe, genähert an meinem virtuellen Busen. Quasi. So, und jetzt glaube ich. Was für. Jetzt brauche ich noch Nickel oder was? Gut, gehen wir halt nochmal zum Schiff zurück. Also sorry, ich muss mal kurz husten. So, da bin ich auch schon wieder. So, hier rein da. Jetzt gucken wir mal. Wie sieht's da aus? Nickel. Das hat schon wieder ein bisschen geleckt. Yes, yes, yes. Einmal Granatenintensität. Ich kann's bauen. Was würde denn das kosten? Neutrino-Modul 2 von 4. Ja, da würde ich doch lieber das nehmen. Dann gehen wir ins All und dann kaufe ich mir die Neutrinos. Oder soll ich es lieber hier machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Lieben, ich weiß es wirklich nicht. Wie ich da verfahren soll am besten. Vielleicht doch mal ins All und das mal dort probiert. Wäre vielleicht das Beste. So, sorry, nochmal kurz husten. So, da bin ich auch schon wieder. So, jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt der andere Planet. Ich möchte lieber mal auf die Raumstation gehen. Dann gucke ich mir auch mal die andere Knolle an. Es sei denn, ich bin schon dort gewesen. Uiuiuiui. Okay, Husoldan 4 Lelami. Da muss ich aber da nochmal hin. Unter Umständen, es sei denn, ich finde hier die Neutrino-Knollen. So, hopp, yeah. Lass mich rein.
So, Eintritt. Exzellent. Absolut exzellent. Jetzt machen wir gleich mal ein bisschen mehr Badabing dann. Jetzt hier gibt es Neutrino-Knödel. Sonst müsste ich vielleicht doch nochmal ein paar Wächter umhauen. So, kaufen. Okay, nee, das will ich nie. Das will ich auch nicht. Oh Mann, die haben sowas gar nicht. Das ist alles wieder viel zu exotisch für die Herrschaften hier. Das ist doch... Ne. Naja. Gut, dann machen wir es anders da. Da verlasse ich mal dieses System und springe einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass ich noch was finde. Und ein bisschen Tamium werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So, sorry, jetzt muss ich mich nochmal räuspern. So, und da bin ich auch schon wieder gleich mit dem Einschlag hier direkt in die Knödelknolle da. Eieiei. Na komm, macht's blub? Ne, es macht keinen blub. Wieso macht's keinen blub? Soll blub machen. Oh weh. Oh weh. Ich ahne Schreckliches. Sie kommen. Sie kommen. Ehrlich. Gut, dann gehen wir auf Kampfgeschwindigkeit. Na, dann mach doch. Hui. Ich werde euch schon zeigen, was Sache ist. Okay, diesmal sind sogar 5. So, du bist schon mal raus. Guck hier, so. Jetzt meinen hier mal den nächsten. Oh Mann, die penetrieren wieder mein Schildchen hier. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja. Mach ruhig. Guck, ich mache jetzt hier einfach mal Full Blaster hier. Guck. Ich hoffe, das tat weh. So, hier. Jetzt machen wir gleich den nächsten. Guck mal. Guck mal, hier nochmal. Bumm. Lass hier gleich nochmal eine rein. Ja, komm her, komm her. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Jeder kommt dran. So. Jetzt du. Schurke. Du schurkischer Schurke. Super, und weg ist er. Er ist auch geplatzt. Schilde sind low. Okay, und das wird auch aufgeladen. Und ist immer noch nicht voll. Ei, ei, ei. So, Kampfschiffe wurden zermatscht. Jetzt hat es mir für einen Augenblick mal kurz die Sprache auch ein bisschen versäbelt. Aber naja, kann ja mal passieren, ne? Hui. Partner, jawohl, 100. So, nochmal kurz räuspern. So, und jetzt geht's auch wieder besser. Eieiei, ich weiß gar nicht, was habe ich erneut mit meiner Stimme wieder, ne? So. Und es rockelt. Es rockelt wieder. Und es sollte nicht rockeln. Aber es tut es. Warum tut es das? Gut, also alles voll. Soll ich hier nochmal... gut, hier bin ich schon gewesen, ne? Jetzt wollte ich aber nochmal auf den anderen Knödel eventuell gehen. Usuldan Fiele Lami. Dann halt mal hin. Pschuh. Gut, ich mache mal die Knolle voll. Den Impuls. Jetzt will ich mal gucken, ob ich noch ein Scan-Signal kriege. Ich kriege tatsächlich eins. Kriege ich tatsächlich eins rein. Jetzt ist die Frage nur von wo. Nee, von da will ich aber nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich will den anderen. Wo ist denn jetzt der andere? Jese. Gut. Also, go. Fliegen hier doch nochmal das eine Ding an. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Brauchbares. Auf dem Planeten in Form von einer Station oder sowas. Muss es halt mal probiert haben.
Er sieht doch recht nett aus. Sieht aus wie so eine halb Tiberium verseuchte Erde oder sowas. Vielleicht ist er auch verseucht. Könnte auch giftig sein. Oder vielleicht ist er sogar fruchtbar. Weil wenn ich hier Wolken sehe, muss es nicht unbedingt was Böses sein. Okay, es sieht aber so aus, als wäre das hier ein richtig toter Planet. Aber ein richtig toter Planet. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Ja, sieht nicht gesund aus. Sieht gar nicht gesund aus. So, ich lade mal das Schild wieder auf. Aua. Ich glaube, jetzt bin ich hier voll reingeraspelt. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Jetzt habe ich das Schild kaputt gemacht. Das kann wieder mal nur ein bisschen passieren, ne? Bin halt auch ein Trottel. Na gut. Hier scannen wir hier mal von da aus Handelsposten entdeckt. Das ist doch mal was Gutes. Ja, wo ist dieser Posten? Da hinten. Weit weg. Okay. Steuere drauf zu. Gut, jetzt bratzeln wir hier direkt rein. Mal gucken, ob dieser Handelsposten... Oh Gott, die Welt ist absolut tot. Keine Pflanze sehe ich bis jetzt. Kein einziges Pflänzchen. Hier gibt es wahrscheinlich auch keine Tiere. Das Ding ist ja töter als ein Mond. Jo, das ist aber ein gutes Knödelchen hier. Da komme ich jetzt einfach mal richtig schön vom Carajo rein. So, genau. Und jetzt kommt er auch direkt aufs Pad. Super. Superb. So, einmal drehen bitte. Dankeschön. Oh weh, das Ding ist auch höchst toxisch. Eieiei. Okay, was ist denn das für einer? Ah, guten Abend, Magana. Handelsgesandter Fiskayo. Freund Ukenhilan und Gegatzer Föderation. Haus Kuka Ubaritze. Uken geben Hilfe. Okay, die Lebensform gaggert und schnattert, während sie meine Ausrüstung untersucht. Sie biegt sanft auf Bereiche meines Exo-Anzugs, die abgenutzt scheinen, und untersucht dann mit behandschuhten Fingern mein Multiwerkzeug nach Unregelmäßigkeiten und Mängeln. Plötzlich startet sie zu mir auf, kriegt sein Angebot und zeigt ein Tablett, das die Kosten ihrer Dienstleistungen anzeigt. Ja, ich mach halt mal Exo-Anzug-Inspektion, oder? Lebensform brummelt und gackert. Sie gibt mir einen neuen Technologiebauplan für meinen Exo-Anzug. Ja, habe ich schon. Trotzdem danke. Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. So, jetzt will ich mal gucken. Ich bräuchte hier unbedingt noch heiße Ware. Richtig schöne heiße Ware. Was jetzt hier gibt es sowas. Aber bis jetzt, ja, Iridium. Ja. Ihr hättet doch wenigstens ein bisschen Alu noch haben können. Warum habt ihr es nicht gehabt? Warum habt ihr das gemacht? Datenintensität Sigma. Ja, ich bräuchte einfach noch 2 Neutrino-Knödel. Aber hier wird wahrscheinlich nichts vorbeikommen, ne? Die Welt ist ja so tot. Die ist richtig tot. Und der Scanner zeigt ja auch absolut nicht viel an. Ist absolut tot hier. So, und jetzt machen wir hier mal die Schilderknoll. Oh Gott, die sind alle ausgefallen. Die sind alle ausgefallen. Und da kommt eine runter. Hol dir die Waldfee, wie sieht der aus? Oh, der kommt auch in der... Jo, da musst du auch nicht viel drehen. Handelsgesandter Aced. Okay. Gegfreude handeln, das Brief war Frank. Ja, dann zeig mal her. Dann zeig mal her, was hast denn du dabei? Omegon. Endlich. Einmal. Das war wichtig. Omegon kann man immer gebrauchen. So, und jetzt kann ich nämlich das bauen. Jetzt kann ich das endlich reppen. Endlich. Was denn, das reicht wieder nicht. Es reicht wieder nicht. Weil ich noch mehr Omegon brauche. Ich verzweifle langsam.
Gut, machen wir das anders da. Und hier weiter dran. Hierox, ne, Gecknip und Knödelnip und Plutonium und Knolltonium und alles. Alles nur nicht das, was ich brauche. Ich brauche mehr. Bleiben Sie da. Bringen Sie Neues mit. Bitte. Ich brauch's doch. Ja, lach nicht, sonst gibt's eine rein. So. Und hier gibt's keinen Kohlenstoff oder was? Jetzt hier nur Knolltonium. Dann gehe ich halt hier runter und hol mir Knolltonium. Eisen scheint es ja auch zu geben. Doch, analysiert. Zeisilit. Buff. Das ist gut. Jetzt haben wir hier noch Knolltonium. Ein bisschen jedenfalls. Besser wie Garten. Hier ist noch Kohlenstoff. Und von so einer schönen Zwiebelpflanze. Hier ist noch Titan. Leckeres Titan. Jo, komm her, Baby. Komm her, komm her, komm her. Ich schmelze dich ein. Super. So, mal gucken, vielleicht kriege ich noch Neutrino. Ja. Eine Neutrino. Das kommt jetzt wie Nein, nicht schon wieder. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja. Ja. So, machen wir hier den stärksten rein. Das müsste ja der stärkste sein, Theta, genau. Buff. Jetzt sind wir Imba. Genau, und dann noch Sigma dazu, oder was? Das wäre doch geil. Das wäre doch geil. Oder? Ja, machen wir es einfach noch dazu. Ne, Moment, da brauche ich Eisen, nochmal Alu. Machen wir einfach die Sigma-Knolle und fertig. So, wunderbar. Und hier, das du spendest, du musst spenden. Super. Was, wo kommt die? Guck mal, wie schön die wegschmilzt. Ah, die hat keine Chance hier. Keine Chance. No chance against the Rezo. Jetzt wird's geil hier.